Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute will ich euch mal einen Armband vorstellen, was nicht direkt von Apple ist, aber doch sehr hochwertig ist. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier haben wir also ein Apple Watch Armband. Wie spricht man das überhaupt aus? Ist Milanese Loop, also dieses aus diesen Lederarmband, sagt man nicht, mit Magnetverschluss, was es auch von Apple gibt, aber von Apple halt sehr sehr teuer ist. Und hier haben wir eins von einem, glaube ich, chinesischen Hersteller. Packen wir es mal aus, was halt einfach nur ein Bruchteil von dem vom Apple kostet. So. Gucken wir uns das mal an. Ob man ihm ansieht, dass es so günstig ist, oder. Oh, der Magnet scheint schon mal sehr stark zu sein. Also auf den ersten Blick wirkt es doch sehr hochwertig. Also kann man nichts sagen. Wir machen mal hier auseinander. Mal hier den Magneten frei. Also es wirkt sehr gut. Ich mache es gleich mal an. Mal alten Armbänder ab. So. Genau, so, jetzt haben wir es abgemacht. Und dann machen wir mal das Neue ran. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo es oben, wo es unten. Das werde ich schon merken, denke ich. So rum geht's nicht, dann wird es wohl so rum sein. Ja, genau. So, fest. Dann noch die andere Seite. Also der Magnet ist ja wirklich sehr, sehr stark hier. So, alles fest. Also sieht, finde ich, sehr gut aus. Ich mache es mal um. So. Klack. Also sitzt sehr fest. Also der Magnet ist wirklich, man sieht es schon, sehr stark. Ich finde, macht optisch doch schon was her. Und wie gesagt, nur für einen Bruchteil, was das Originalarmband kostet. Das muss man noch dazu sehen. Wie gesagt, ich werde das jetzt mal eine Weile testen. Mal gucken, wie fest sind die Verschlüsse. Wie gut hält das alles und wie alltagstauglich ist es? So, und darum, das soll es dann an dieser Stelle auch schon gewesen sein. Ich mache nochmal kurz ab. Ich verlinke euch unten, wo ihr das bekommen könnt. Wie gesagt, der Magnet ist wirklich sehr, sehr gut. So. Hier nochmal. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.